Freunde, Shopping-Trip komplett absolviert. Wir haben alles eingekauft. Angefangen bei der Nutrition Lounge, was man da so einkaufen kann. Daily Food, Warden Farm Teil haben wir gekauft. Bacon Ranch, Salatdressing, alles calorie free und Honey Balsamic Vinaigrette für die Salad Bowls, die ich jetzt in nächster Zeit wahrscheinlich ein bisschen öfter mache. Und Julia hat sich noch ein Muscle Brownie besorgt. Was ist das Fazit von der Lady? Also der Peanut Butter war richtig geil. Richtig geil. Muscle Brownie, Triple Chocolate. 170 Kalorien. Ist eigentlich 6 Gramm Fett. 6 Gramm Fett ist auch nicht so viel. War da schön fluffig. Mm, richtig lecker. Eigentlich nur zu empfehlen. Klar. Für mich zu viel Fett, also könnte ich essen, aber habe ich keine Lust drauf. So, dann haben wir ganz normal eingekauft bei Kaufland, wie immer. Zucchini, Volume, Food, Menge, wenig Kalorien. Dann habe ich das zweite Mal wieder Hähnchenbrust gekauft. Habe ich ja ewig nicht mehr genutzt. So langsam muss das Fleisch immer fettfreier werden. Und dann haben wir ganz normal, was wir immer kaufen, ein bisschen Magerquark, ein bisschen leichter Kräuterquark. Julia kauft immer gern den fertigen Reis. Expressreis. Schupfnudeln gibt es auch heute noch. Pita-Brot auch immer am Mann. Die 0,1% Fett. Milch von Weinstefan. Tipps für alle, die Low Fat machen. So, Dosen sind jetzt auch wieder ein bisschen mehr. Champignons, auch Volumen aus der Dose. Das Volumen aus der Dose. Also viel mehr Gemüse, noch mehr Gemüse als sonst. Den habe ich mir aus dem Auto mitgebracht. Da habe ich meine ganze Deponie an Monster Zero. Eier natürlich, dürfen nicht fehlen. Exquisa. Fitline 0,2%. Da hat der Tapian ein schönes Low Carb Rezept gepostet für Burger Buns. Das wollen wir mal nachmachen. Uncle Ben's Mediterranean. Beim Angebot gab es nur noch einmal normal. Auch immer geil, überall drin. Die Rohschinkenwürfel, 2% Fett. Kommt auch in meinen Auflauf, den ich gleich machen werde. Noch mehr Champignons. Tomaten braucht man immer. WC-Frisch braucht man nicht immer. So, jetzt wird es hier richtig toll. Toasties, das ist auch eher Julias Kategorie, kann ich mir jetzt nicht mehr so richtig gönnen. Irgendwelche Socken hier, die sind ja von Julia. Also, aber reg mal hier rüber, die Sachen hier. WC-Frisch, auch ganz wichtig, Leute, das Klo muss fresh sein. Ne? So, auch Tee werde ich wieder mehr trinken. Ne, wer die noch nicht kennt von Teekanne, Caramel Apple Pie. Blueberry Muffin hatte ich noch nicht. Habe ich auch nicht wieder gefunden, leider. Aber wir bleiben auf der Suche. Dann haben wir jetzt mal wieder zu diesen Cognac-Nudeln gegriffen. Vitanu. Die meisten kennen das wahrscheinlich, so Cognac-Nudeln. So gut wie kohlenhydratfrei. Sind halt keine richtigen Nudeln, die muss man richtig schön würzen, sehr hoher Ballaststoffanteil, halt aus der Cognac-Wurzel und recht teuer, eine Packung 3 Euro. Das macht man wirklich nur in der Diät. Normalerweise regiert bei mir High Carb, deswegen brauche ich sowas nicht. Dann lieben wir ja unsere Dinkelflocken. Für die, die es noch nicht wissen, Dinkelflocken haben weniger Fett als Haferflocken und uns schmecken sie auch einfach besser, oder? Ja. Zimt. Habe ich extra Julia nochmal bei Butni reingeschickt. Ceylon-Variante. Also wenn ihr viel Zimt verspeist, so wie ich, baller ja Zimt überall rein, dann achtet darauf, dass das die gute Variante ist, die nicht so belastete. Das ganz günstige Zimt ist halt auf Dauer nicht so doll. Und natürlich noch mehr Gemüse. Wir wollen heute
Blumenkohl, Brokkoli in den Auflauf rein. Na, ich glaube, heute wollen alle Brokkoli machen. Ja, Brokkoli gab's halt nicht mehr. Mussten wir extra noch zu Aldi. Die gute Schlangengurke, jeder Bodybuilder, der vor einem Wettkampf ist, isst nur Schlangengurken, weil er so viel Wasser isst oder auch nicht mehr. Das ist jetzt die Frage noch, ob ich so einen Fürdefanz mache. Ich habe mich ja eigentlich komplett dagegen entschieden. Blumenkohl oder auch Weißkohl? Heißt das auch Weißkohl? Nein, Weißkohl ist was anderes, Arne. Ich habe aber Weißkohl eingescannt. Das musstest du gar nicht einscannen. Das Strand Pro Blumenkohl. Kaufland ist halt immer scannen. Und dann haben wir wieder das vielleicht Lieberkäse mit unter 3% Fett bei Edeka im Einkaufszentrum. Leider die Pfefferbeißer nicht gekriegt. Gewürzketchup Light kann ich auch an alle wieder empfehlen. Hat nur 100 Gramm, nur 17 Gramm Carbs. Dann gab es da sogar noch diese Shirataki-Cognac-Nudeln, das gleiche wie eben, als, ja, wie nennt man das? Lasagneplatten. Ja. Ne? Das will ich heute mal im Auflauf probieren. Auch wieder 3 Euro, alles richtig teuer. Meine geliebte Dinkelkleie. Ne? Für alle, die ihre Ballaststoffe nicht schaffen. Julia hat nochmal Coffee Shop, Karamellsirup, zuckerfrei. For Coffee Lovers. Der braucht immer so lange, bis er scharf stellt. Du musst noch einen Moment warten dann. Ja, ich weiß. Hat auf 100 ml 0,3 Gramm Kohlenhydrat und sonst gar nichts. Also ganz fast calorie free. Zum Kaffee stellen. Gleich zum Coffee hier. Ja, noch mehr Dinkelkleie. Oh, noch mehr Tüte. Das wird ein langes Video. Salat haben wir auch im rauen Mengen. Jetzt muss ich hier schon umbauen. 2 Salatköpfe. Die Küche ist zu klein. Reibekäse mit nur 16 Gramm Fett auf 100 für unseren Auflauf. Rotkohl baller ich da auch noch rein. Ich liebe Rotkohl. Hat auch wenig Kalorien. Erdbeeren immer für meine Proteinshakes. Und noch mehr Milch. Das war's. Also ihr seht, das reicht auch, ne? Viele Läden angesteuert. Dies, das, Warren Farms, alles. Wenn man jetzt einen normalen Einkauf bei uns oder den ich sonst mache sehen würde, merkt man nun langsam doch, dass, glaube ich, die Diät jetzt ein bisschen voranschreitet. Man will halt immer mehr essen für weniger Kalorien. Oder was hast du? Ist das so ein normaler Einkauf? Ja, ich finde das eigentlich nur normal. Rotkohl und so hast du auch so gegessen. Mhm. Ja. Sowas. Jetzt geht's ans Eingemachte. Oder an den Auflauf, den wir jetzt machen werden. Wir haben die mega Hunger, weil wir viel zu lange unterwegs heute. Mach mal eine Pose, die du gelernt hast. Sieht man jetzt natürlich im Pullover super. Na, da muss aber noch ein bisschen vorne den Bauch anspannen. Aber das haben sie ja gesehen. Das schneide ich ja vorher ins Video ein. Chronologisch natürlich. Kategorisch abgelehnt. Ich würde mal sagen, für heute war es das auch vom Vloggen. Ihr habt genug gesehen, genug Einkauf gesehen. Es wird hier nur noch gegessen. Peace out. Und einen Film geguckt und peace out. Bis morgen. Moin moin aus Hamburg. Monday morning. Die letzten 3 Wochen sind angebrochen vom Wettkampf. Und es ist 7 Uhr und jetzt ist Crunch-Time. 3 Wochen ist wirklich Crunch-Time. Jetzt geht es darum, das Beste rauszuholen. Und ich bin auch richtig motiviert, das zu tun. Entschuldigt, wenn ihr so ein bisschen durch die Gegend wackelt. Ich habe immer noch nichts, was ich hier festmachen kann. Das so zu stabilisieren. Ich glaube, so ist besser. Das war das Lenkrad fast in meinem Gesichtsfeld, aber das macht nichts. Ja, 3 weeks out. Wochenende habt ihr ja gesehen, oder hoffe ich, habt ihr alle gesehen, war ich bei Markus Ringe. Der hat mal die Form abgenommen, mal mein Posing so ein bisschen sich angeguckt, oder das, was ich im Moment noch als Posing kann oder auch nicht kann. Das wird jetzt auch diese Woche extrem
mit implementiert in meinen Wochenplan. Ne? Nicht nur Training, Cardio, jetzt kommt auch das Posing dazu. Hätte ich wahrscheinlich schon viel früher machen sollen, aber das werdet ihr auch noch sehen. Ich werde jetzt mindestens, ja, wenn nicht sogar morgens und abends, eine halbe Stunde das Posing üben. Einfach ein Gefühl dafür zu kriegen, in welcher Pose ich gut aussehe, wie ich welche Muskulatur kontrahiere. Da habe ich auch Bock drauf, das zu lernen. Wieder mal was Neues lernen, was ich noch nicht kann. Ja, ein richtiger Coach wäre da immer noch geil, aber irgendwie, ich habe auch Markus gefragt, der hat jetzt auch niemanden an der Hand hier in Hamburg. So, ich werde ihm jetzt ganz viele Videos angucken und ja, das Beste daraus machen. Lernen, machen, Praxis sammeln. So, jetzt wird erstmal geworkt und dann Cardio gemacht, gegessen, Beintraining und dann wieder gearbeitet. Da ist auch das Beintraining und ich habe es mal wieder gewagt, nachdem meine Hüfte relativ wieder in Ordnung ist. Die Beinlängendifferenz wirklich nur noch minimal ist, wieder Squats und Sumo Deadlift zu machen, einfach weil ich Bock drauf hatte, diese Übung endlich mal wieder zu machen und nicht immer nur Beinpresse und drumherum arbeiten, Ausfallschritte etc. Und jetzt seht ihr, dass ich mich wieder langsam akklimatisieren muss, das Ganze. Ich habe 5x5 mit 100 Kilo gemacht, wirklich nur sauber auf die Technik geachtet, aufs Feeling geachtet. Merke ich es, dass das rechte Bein länger ist, merke ich es nicht. Darum ging es mir, wie ihr seht. Also kein schweres Heben, eher wirklich ein Feeling dafür kriegen, kann ich die Übung langsam wieder implementieren. Auf der anderen Seite bin ich sowieso krass im Defizit, das heißt, ich kann hier keine großen Gains und Kraftsprünge schon gar nicht machen, aber ich will diese Übung vom Bewegungsablauf drin behalten. Zack. Deswegen habe ich sie gemacht. Auch die Sumo Deadlifts, auch bei 100 Kilo geblieben. Das war dann vielleicht nicht die richtige Entscheidung in dem Sinne, dass es eigentlich zu leicht war. Ich habe gar keinen Widerstand in der hinteren Muskelkette, im Latissimus und im Rückenstrecker so ein bisschen und auch im Beinbeuger nicht so richtig gekriegt. Jetzt seht ihr das, ich gehe runter, versuche den Moment zu finden, wo die hintere Kette unter Spannung ist, hinten im Schulterblattbereich schön fest zu bleiben. Das geht mir am Anfang auch noch recht gut. Und dann fehlt mir da einfach der Widerstand vom Boden. Jetzt seht ihr, die Schultern sind zu locker, sind zu weit nach vorne. Und dann kommt die Beinarbeit einfach auch nicht so richtig gut rein, sondern eher auf der Trapez. Aber egal, Beintraining war trotzdem gut. Danach haben wir noch Ausfallschritte gemacht, rumänisches Kreuzheben. Nächstes Mal gibt es wieder ein ausführliches Beintraining. Bis dahin sehen wir uns beim nächsten Vlog. Bis denne.